Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal. Heute geht es um ein Auto, das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den schwäbischen Lebensstil und die schwäbische Art ein wenig euch nach außen präsentieren soll. Und ich stelle euch heute vor den Mercedes-Benz Vito Tourer, der in meinen Augen ein echter Geheimtipp unter den Großraumlimousinen darstellt. Und was machen wir heute? Wir gehen gemeinsam auf Verbrauchsfahrt. Wir schauen natürlich, wie fährt er sich, wie viel Platz bietet er, wie sparsam ist er, was kostet er. Und wenn ihr Spaß dran habt, dann vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und vor allem auch zu kommentieren am Ende. Eure Meinung da draußen ist mir persönlich sehr wichtig und ich möchte mit euch im Anschluss an dieses Video diskutieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Videovorstellung mit mir und dem Mercedes-Benz Vito Tourer. Wer von euch hätte erkannt, dass das hier ein Mercedes-Benz Vito ist und keine Mercedes-Benz V-Klasse? Na? Ich glaube, die wenigsten hätten wirklich die V-Klasse und den Vito auseinanderhalten können, wenn tatsächlich der Vito so wie hier mit lackierten Anbauteilen daherkommt, dann ist das wirklich auch schwer zu erkennen. Unterscheidungsmerkmale V-Klasse zu Vito sind die Frontstoßfänger. Beim Vito ist das geschlossener, bei der V-Klasse offener. Man erkennt dann, die Außenspiegel sind beim Vito stets unlackiert. Er hat auch keine Blinkleuchten in den Außenspiegeln, sondern in den Kotflügeln vorne. Am Heck gibt es dann meiner Meinung nach am wenigsten Unterschiede. Da hat die V-Klasse noch den ein oder anderen Chromzierrat, den der Vito nicht hat. Und der Vito hat also mehrere Schriftzüge hier hinten drauf. Die sollte man sich vielleicht dann abbestellen, meiner Meinung nach. Denn die offizielle Bezeichnung hier unseres Testfahrzeugs ist Mercedes-Benz Vito Tourer 119 CDI 4x4. Also jetzt wiederholen bitte. Wofür steht das Ganze? Das 119 CDI gibt uns an, dass wir einen 190 PS Turbodiesel fahren. 4x4 ist klar, steht für Allrad. Vito Tourer ist dann das Nutzfahrzeug der V-Klasse für den gewerblichen Personentransport, um es mal so zu sagen. Aber auch als nicht gewerblicher Kunde könnt ihr euch einen Vito Tourer übrigens bestellen. Und der ist natürlich deutlich günstiger als eine V-Klasse. Zu den Preisen kommen wir aber später. 5,14 Meter ist unser Testwagen lang, hat zwei Schiebetüren. Wohlgemerkt, die zweite Schiebetür kostet Aufpreis. Ihr könnt den Vito Tourer maximal mit 9 Sitzen bestuhlen. Wir haben hier eine 7-Sitzer-Variante, die ich sehr gut finde für Privatpersonen. Das ist eine Bestuhlung 2, 2, 3. Die Sitze hinten im Fond sind auf Schienen montiert und können variabel verschoben werden, sodass dann wirklich auf jeder Sitzreihe genügend Knie- und Beinfreiheit besteht. Aufgrund des hohen Daches entsteht natürlich auch genügend Kopffreiheit. Ein bisschen schade persönlich finde ich, dass wir jetzt nicht noch mehrere USB-Schnittstellen im Fond haben. Da könnten dann die Kids ihre Tablets und Smartphones eigentlich noch ein bisschen besser mit Strom versorgen. Aber es gibt 12 Volt Buchsen im Innenraum. Da könnte man dann natürlich den Strom mit entsprechenden Adaptern abzapfen. Der Fahrer sitzt übrigens auf einem angenehm hochmontierten Sitz, so wie man sich das eigentlich bei solchen Fahrzeugen auch wünscht. Einziger kleiner Manko in meinen Augen ist, dass die Sitzfläche etwas zu kurz geraten ist. Da würde ich mir ein durchaus etwas größeres Sitzpolster wünschen.
aber dennoch, die Sitze sind sehr langstreckentauglich. Das habe ich jetzt auch zu Genüge hier getestet mit mehreren Strecken am Stück, so rund 600 Kilometer. Also da steigt man dann auch doch durchaus entspannt noch aus dem Fahrzeug aus. Ein weiterer Unterschied zwischen V-Klasse und Vito ergibt sich beim Blick auf den Armaturenträger. Während die V-Klasse hier einfach edler und moderner in der Machart ist, kommt der Vito da einfach etwas klassischer und robuster rüber. Er ist natürlich auch im Grunde genommen das Nutzfahrzeug, was halt einfach auch deutlich pflegeleichter sein muss. Deswegen haben wir hier auch mehr harte Kunststoffe verbaut, die super abwaschbar sind. Wir haben auch mehrere Staufächer auf dem Armaturenträger. Der Armaturenträger ist auch sehr robust und breit ausgeformt. Sehr schön ist, dass auch das Multimedia-System, das Audio 40, hier wunderschön in die Mittelkonsole integriert ist. Man hat große Tasten am Monitor, der auch über Touch bedient werden kann. Die Auflösung des Displays ist sehr gut. Apple CarPlay oder Android Auto als Konnektivität sind an Bord. Zusätzlich gibt es auch einen DAB Plus Tuner. Der Fahrer blickt dann auf ein analoges Kombi-Instrument. Wir haben analoge Rundinstrumente und ein kleines monochromes Display für den Bordcomputer. Da können wir dann alle nötigen Informationen durchblättern über das klassische Multifunktionslenkrad. Das ist wirklich gut zu steuern. Hier gibt es noch keine Touchflächen oder ähnliches, die dann so ein bisschen, ja, vielleicht ablenken können. Nein. Alles wirklich so, wie man es gewohnt ist, schon seit Jahren bei Mercedes-Benz. Unter der Motorhaube unseres 119 CDI werkelt übrigens ein 2 Liter Vierzylinder Turbo Diesel mit 140 kW, also respektive 190 PS leistet er, hat 440 Newtonmeter maximales Drehmoment und mit Allradantrieb ist der Wagen maximal 199 Stundenkilometer auf einer freien deutschen Autobahn schnell unterwegs. Auf der Autobahn fühlt er sich auch sehr, sehr angenehm an, vor allem weil das Fahrwerk unheimlich harmonisch ist. Wir haben hier ein Stahlfederfahrwerk, was erstaunlich hohen Komfort bietet und einen guten Straßenkontakt. Also der Wagen versetzt null, liegt unheimlich gut, selbst bei schnell gefahrenen Kurven oder langgezogenen Autobahnkurven mit hoher Geschwindigkeit. Also da hat Mercedes ein tolles Fahrwerk und hervorragend abgestimmt. Selbst wenn der Wagen voll besetzt ist mit 7 Personen und Gepäck, dann ist da auch wirklich weiterhin ein toller Komfort geboten. Auch wenn er leer ist übrigens, und das kamen nicht viele, wirkt er nicht holzern, sondern sehr angenehm. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, macht den Wagen unheimlich handlich, auch in der Stadt. So dass man den Wagen sogar trotz eben der Länge von 5,14 Meter gut einparken kann. Wer das automatisiert machen möchte, für den gibt es auch einen Parkassistenten. Assistenzsysteme sind hier natürlich auch ein Thema. Mercedes bietet seit der Modellpflege jetzt erst kürzlich zum Modelljahr 21 auch einen adaptiven Abstandsregeltempomaten, den man euch natürlich wärmstens ans Herz legen kann, sowie eine Spurverlasswarnung und tote Winkelassistenten. Also auch hier ist der Vito Tourer up to date. So, ich bin fertig und habe ausgewertet unsere Verbrauchsfahrt. 7,1 Liter ist der angegebene NEFZ-Wert, den Mercedes-Benz für den Vito 119 CDI 4x4 angibt. 7,4 Liter hat der Bordcomputer ausgespuckt, 7,1 Liter, witzigerweise, war dann tatsächlich der berechnete Wert. Wir haben einen 70 Liter Tank und haben dann fast 1000 Kilometer Reichweite. Somit mit dem Testverbrauch über meine gut 2000 Kilometer, die ich mit dem Wagen gefahren bin, auch auf Langstrecken, kann ich sagen, dass ich mit knapp 8 Litern im Schnitt auskam. Wenn man über Landstraße fährt und ihn ruhig bewegt, dann kann man auch 6,5 Liter ungefähr verbrauchen. Fährt man den Wagen dann wirklich auf der Autobahn fast aus, dann geht es so an die knapp 10 Liter heran.
So viel zur Range. Was kostet aber so ein schöner Mercedes-Benz Vito Tourer, wie er hier steht? So ausgestattet und ich finde so sinnvoll ausgestattet, kostet der Wagen 60.200 Euro. Und jetzt wollen wir mal kurz preislich einordnen. Gegenüber der V-Klasse, die ja etwas wertiger ist und mehr eben die Privatpersonen noch ansprechen soll, die liegt 6.000 Euro über dem Vito. Und ein etwa vergleichbarer Opel Zafira Live L mit Lederausstattung, aber eben ein bisschen mehr Platz oder etwas länger, sagen wir so, mit über 5,30 Meter Außenlänge, der kostet auch über 60.000 Euro vergleichbar ausgestattet. So, und jetzt kommen wir nämlich dazu, warum der Schwabe an sich nicht nur Mercedes fährt, sondern auch den Vito Tourer fährt, denn er spart 6.000 Euro gegenüber der V-Klasse, hat im Grunde das gleiche Fahrzeug und er zahlt quasi das gleiche wie der Nachbar in Rüsselsheim mit seinem Opel. Hat aber hier einen feineren Motor, der 190 PS Diesel, der hier unter der Haube ist. Und der Schwabe fährt mit Allrad, auch im Winter noch ein bisschen angenehmer und sicherer. In meinen Augen deswegen auch der Mercedes-Benz Vito Tourer, ein echter Geheimtipp unter den Großraumlimousinen. Aber jetzt seid ihr dran, schreibt mir unten in die Kommentare eure Meinung, welchen der Großraumlimousinen würdet ihr kaufen, wieso, weshalb, warum, und schreibt mir vielleicht sogar eure Erfahrungen mit dem Mercedes-Benz Vito oder dem Mercedes-Benz V-Klasse. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Sag danke an meinen Schwager für die Kameraführung und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.